Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf PietSmiet TV. Heute mit allen aus dem Bram. Und wir schauen uns an ADHSmiet 13. Schön ausgeschrieben auch. Und gönnen uns. Oh, yes. See. Smiet 13. So ist schön, Peter. Lass mal einfach so. Okay. Let's go. Aufgedeckt. Was geht ab, ihr ganz schön? Kommt zu einer 6 Uhr. Oh, den Film muss ich immer wieder gucken. Wichser! Nee, der will einfach nur an deinem Ass riechen. Ich bin hier Miss Moneypenny mit großen, schönen Augen und ich kacke jetzt hier auf den Boden. Ja, das finde ich mega gut. Da finde ich 10 von 10. So. Aufgedeckt. Oh! Call komm, schick doch keine Frauen. Oh Gott. Was ist bei euch Phase? Ja, ich bin gleich tot. Ja, geh rein, Main. Okay, Main ist noch auf. Ich bin nice. Verbrannt. Einer ist aber am schnellsten. Was? Ich hab's einfach nicht verdient. Oh. Was? Ich bin auch dabei und nerve alle. Perfektes Timing, Peter. Oh, Valorant, ja. Das ist die Bombe da. Da war unsere Haupt-Valorant-Zeit. Ja. What? Oh mein Gott, hier wird so viel durcheinander gequatscht in diesem Video, dass ich zwischendurch immer wieder denke, dass das was gesagt. Das gefickt kam auch von mir. Ah, okay. Okay, es kam von dir. Bist du ein Spacken, Alter. Hey, just saying. Ich krieg dich noch. Alter, du bist aber voll. Du bist halt wirklich wendig, so. Wow! Peter, ich werde dich sowas von als Bremsblock benutzen, ich sag es dir. Fuck you. Hast du halt echt gemacht, du bist so ein Fickerich. Nimm ich die Kurve? Ja, fuck you, Sepp, jetzt mach ich dich letzter. Jetzt mach ich dich letzter. Ich bin doch einfach überholt. Nicht so schlimm. Bisschen Spaß? Nein. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Spielshow. Nämlich, was ist denn da passiert? Geil. Ja. Okay, nächstes Datum. Der 20. Juli 1900. Bram. Warum hab ich gedrückt? Keine Ahnung. Ganz schön schnell. So, die Mondlandung. Da kam der Dreizack. Oh, das ist nicht ernst gemeint. Warum hat Schulz nochmal das Minigolf-Event organisiert? Also. Ich meine, ich bin ja auch nicht gut im Paintball und trotzdem. Hä, was? Mathe, Mann. Es ist voll. Und es gab nie ein Paintball-Event. Das war ein nicer Troll. Das war voll der Troll. Ja. Oh, das ist schon lange her. Das sind wieder 36 Grad in Agadir, Marokko. In Marokko? Ja, das war in Marokko. Ja, beim Golfcamp. Ja. Da hattest du noch Bart, ne? Ja, hab ich jetzt teilweise wieder. Also wächst da wieder. Okay. Nein. Den Fitness-Chris. Yeah, boy. Oh, Mann! Ja, für Christian! Ich bin schon sehr gut. Das stimmt nicht. Okay, ja. Für Brams Mikrofon. Nicht da. Ja, ich weiß, aber ich weiß nicht, wie man da hinkommt, wo du jetzt gerade bist. Da kann man hin? Peter, nein, wir sind hier. Weil die Mucke ist so nice. Warum muss der Junge zu mir kommen? Mann! Ich wusste nicht mal, wo ich hier bin. Du bist ja, da, wo du stehst. Das wurde mir so beigebracht. Bist du hier irgendwo? Das kann doch nicht sein. Irgendwo in dieser Scheißhöhle bist du doch. I can smell you. Ja. Kommt ja vorbei, oder? 3, 2. Was kommt denn jetzt? Was? Ja, gut, ja, ich dachte, der könnte noch weiter bewegen. Hallo, ich dachte, danach darf man noch. Hier ganz neuerdings darf man das nicht mehr. Das ist doof.
Das ist der Gute. Das Aroma. Bäh. Wow. Aroma ist bäh. Ich hab die Zwiebel vergessen, ich Vollidiot. Soße. Nehme ich einmal Kinderei, Tomatenketchup und Roasted Paprika. Ich weiß gar nicht, ob man da großartig Soße zu braucht. Ja, da haben wir doch mal endlich was. Tesla Tower, da sehe ich uns. FED-Einchen. Oh, geil, ich schätze mein Hallo. Willkommen zu einem neuen PUBG-Turnier. Bestell mich heute nicht direkt als Erster. Alles los für Lara Croft. Da ist wer? Fährt jemand? Ja, was ist denn jetzt hier los? Jetzt machen wir nicht den hier, Bruder. Oh. Volle Lotte. Das ist aber so schön. Das ist aber so schön, wenn du einen platt fährst. Da ist der Reo mitten drauf gesprungen. Ja, aber wirklich. Er wollte drüber springen. Das ist ein bisschen lustig. Oh mein Gott. Platt. Easy Snack. Ist da oben ein Berg? Schmerzmittel reinballern. Dann sind wir A, schneller. Und B. Bist du schneller mit Schmerzmittel? Ich ja. Nicht. Wenn du über drei Viertel Schmerzmittel hast, dann hast du da unten dieses Sprint... Symbol und dann bist du schneller. Oh mein Gott. Ja, wusste ich. Oh mein Gott. Oh, ist das unangenehm. Ey, ist doch gut. Also ich hab ich bin ja auch wir erst gerade PUBG. Ja, wir spielen seit 10 Jahren PUBG, musst du wissen. Ich meine, weiß Black Lung Snake das. Ja. Black Lung Snake weiß das, ja. Ja, das sag ich ja. Ja, ist doch gut, reicht doch. Ja. Weiß ich nicht. Reicht doch wirklich. Quiz-Poker. Mit dabei sind natürlich wieder alle aus dem Team Peetsmeet. Schönen guten Abend. Hallo. Und der Andi natürlich auch. Ich bin sehr dafür, Bräuchbacken, dass die Leute, die All-In gehen, bitte zu Hause auch aufstehen. Oh, oh. Und die Hände bewegen sich einfach so komplett random. Ich hab einen Steifen. Oh, also ich wollte auch, das ist glaube sein Hintern. Bei der nächsten Fußballfrage. Kannst du ja immer entscheiden, was hey, muss hey, jetzt. Hey, hey, hey! Oh, siehst dein Essen? Hörnchen! Eine Stunde den Scheiß gespielt, eine Stunde, ja? Also 23:30 bin durch, leckt mich am Sack, ja? Danke, Luca, für dieses tolle Spiel. Haut rein und fickt euch alle, Alter. Ich hab keinen Bock mehr. Oha. Möchte keiner von euch antworten? Nicht. Doch, ich würde gerne antworten. Ja, macht das doch. Nee, ich weiß es aber nicht. Das Urheberrecht von meinem Kampf ist abgelaufen. Oh Gott. Das war ein geiler Witz. Schreibt uns gerne in die Kommentare Feedback dazu. Mir hat mal ein Zoo-Mitarbeiter gesagt, die Tiere, die mit Abstand am schlimmsten stinken, sind Otter. Ah, daher kommt vielleicht das Sprichwort, du stinkst wie ein Otter. Ethis war das, oder? Ja, genau, was ist denn das für ein Sprichwort? Nee, das heißt, du stinkst wie ein Otter. Ein Scherz. Das sagt man so bei den Tiermedizinern so. Das heißt auch, hier riecht's wie im Otterkäfig. Puma-Käfig meinst du, oder? Ja! Mach doch nicht die Witze noch schlechter! Ah, du, ich hatte einen aufklärenden Auftrag. Ja. Das war lustig, weil wir es auch lustiger gemacht haben, als es war. Muss man aber ganz ehrlich sagen. Ja, aber ich zusammengearbeitet. Auch. Was ist das für ein Schmutz? Räumkommando, was? Push mich mal hier hoch, Jay. Ja, aber ich weiß nicht, wo das hier gemacht werden muss. Dann pickt okay, der ja. Da. Warum kommt von außen das Maul? Ich hab doch angesagt, außen waren zwei. Ich hab den weggemacht. Du hast den weggemacht. Achso, Leute, das war eben weiter. Ja, der hätte noch 7 Leben geplantet. Das ist ein Bild. Eine Spannung. Ah, shit, einer. Da ganz kleinig. Okay. Ah, der letzte ist Pommes. Ihr könnt Pommes ist der letzte. Ja, aber dann hat er doch A geplantet, wenn die alle oben haben. Ich hab Diffuser, Peter. Ich hab Diffuser. Nimm meine Waffe. Alter, verdammt.
Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer Folge. Habt ihr was Brams? Also, Moment, habt ihr was Brams? Bram hat man nicht gesehen, dass er da geplant hat. Irgendeiner, ich würde jetzt keinen irgendwie verurteilen oder mit Finger drauf zeigen, aber irgendeiner hat gesagt, die Bombe ist B. Oder aber, die Bombe ist nicht A. Was mich aber auch gewundert hat, ist, in Brams Sicht gerade habe ich die Bombe nicht gesehen. Nee, die wird dann auf der anderen Seite gewesen sein. Genau hinter dem Silo. Ja, also, genau, das war schon smart. Ja, haben sie uns verwirrt damit. Modern Warfare heute im Gun Game mit allen aus der Bram. Sepp entfischt mir immer. Ja, moin! Das ist richtig gut. Ohne Scheiß. Da hat er uns aber dominiert, der Sebastian, Alter. Ey. War stark. Oh, ja. Wir eigentlich war auch gut Bock zusammengeschnitten, auf den Multiplayer-Modus von MW3? Ja, sicher. Also auf jeden Fall. Also Search and Destroy halt, ne? Ob der online halt so viel Public gespielt wird, das wage ich noch zu bezweifeln von mir. Aber Search and Destroy auf jeden Fall. Es gibt ja jetzt Ninja wieder. Es gibt Ninja und die alten Maps. Ja, ja. Oh, deshalb, gut. Freunde, gut. Let's go. Ich glaube, hättest du einen Ticken weiter nach rechts gelassen. Alles okay. Hättest du direkt eingelocht. Da bin ich gut drin. Sagt man mir nach. Meinetwegen auch in die Nase. Aber so tief, dass es bis ins Hirn geht. Ich verstehe. Das Feedback von Frau Eieruhr, oder? Bleibt mein Geheimnis, wessen Feedback hier das ist. Frau Eieruhr ist die heute nicht da. Die ist die nächsten 2 Tage nicht da. Meine rechte Arschbacke liegt frei. Wiggle, 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 wiggle. Gerade nochmal schnell in die Küche und eine Wurst auslegen. Gute Technik. Gut abgewehrt. Hab ich noch nie gehört. Oh mein Gott. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss. War nice. Ja. Ja, diese Brams-Nummern, die lassen mich langsam kalt, muss ich sagen. Echt? Kommt halt also drauf jetzt, an, jetzt zu welchem Zeitpunkt nicht ganz sie so sind. Gekickt, aber der Anfang vom Video war also auch so stark. Die beim Best-of, das wir letztens geguckt haben, war schon lustig. Ja, das war mal was Neues. Das stimmt, ja. Das war cool, weil das mal was Neues war. Auch wenn das ein bisschen zu lang auch war. Aber man muss aber auch sagen, das ist ja auch schon älter, ne? Das stimmt. Der ADHS mit 13, da merkt man immer, wenn wir die Älteren gucken, sieht man, wie sehr sich der Mensch, der die macht, weiterentwickelt hat. Stimmt. War trotzdem sehr witzig. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Bis dahin. Haut rein. Tschüss.